Wer schreibt mich jetzt an? Woher die Absage der Absage? Wo die Absage der Absage abgesagt? Wenn die Absage der Absage, dass die abgesagt wurde, wird abgesagt. Spiel für den Dorfstand oder was? Nun, ich sehe es nicht, weil mein Handy nicht in der Lage ist, hinterherzukommen. Das öffnet den Channel nicht. Ach. Zweiter Bildschirm? Raustappen? Aus dem Spiel? Im Ladebildschirm? Okay, fair, fair, fair. Ich meine, ich verstehe, was Mut ist, aber nur das, das ist einfach nur tollkühn. JR tollkühn. Ha. Greifungsnest. Und es Solar Bay. Wir gehen Necrons schlagen. Nein. Was ist nein? Au. Auf dem feindlichen Flaggschiff befinden sich hochsensible Daten. Oh no. Nehmen Sie es an. Ich will doch nicht. Das funktioniert doch nicht. Es gibt nichts, was wir tun können, damit das passiert. Die werden doch einfach wieder wegteleportiert. Wenn bisher alle so gehässig sind, dann doch die Necrons erst recht. Hä? Wenn wir Sir Runcelot treffen? Ich bringe explizit auch die Korrosionsclown-Devourer mit, damit den Korrosionsclown-Devourer mit. Ich hab mir Mühe gegeben bei dem Version, okay? Ja, das ist aber nicht mehr lustig. Nichts ist mehr lustig. Die rennen doch sowieso mit den Daten weg und dann... Ja, aber Sir Runcelot? Komm schon, ist mal eine enttäuschten Seufzer? Ich bin noch vorbeschäftigt mit dem Umstand, dass wir uns überhaupt mit so einem Unsinn befassen dürfen. Das erinnert mich an die damalige Runde, wo wir einfach durchgehend eine Schlacht nach der anderen eine Blockade gekriegt haben und einfach immer eine Schlacht noch hinterher machen konnten direkt. Ja, aber du musst verstehen, Bruder. Was muss ich verstehen? Es gibt mir Mühe mit diesen schlechten Witzen. Man merkt es nicht. Gute Arbeit. Ich weiß. Es gebe mir Mühe. Es müsste wenigstens die enttäuschte Stille hören. Es will die Grillenzirpen hören, die gar nicht mal da sind. Oh, verzeih, dass meine Lamentierungen über deine enttäuschende Stille drüber gestrichen sind. Ja, ich habe meine enttäuschende Stille verdient. Ich lebe dafür. Du weißt, was für ein Skill es ist, einfach den ganzen Channel leise zu machen, indem ich den schlechten Witz bringe. Wo ist da hinten ist der? Da. Ich hab so lange keinen oder da. Schlechten Witz mehr gebracht, was? Aber wo? Wir können auch da. Wo? Da oder da. Ah! Zur Kenntnis genommen. Ja. Lass mir wissen, das, okay? Das ist meine halbe Persönlichkeit. Okay. Also. Warte, wieso stehst du. Ah! Weil du mir vollkommen im Weg stehst! Wieso stehst du nicht da, wo ich bin? Sorry, in meinem Kopf war der Asteroiden-Hagel-Zeugs-Feld. Okay, ich möchte, dass du folgendes bedenkst. Der hier, der mit den Torpedos muss in der Lage sein, uns vorbeizuschießen, damit wir deren nutzlose Sternpulswelle rausbaiten können. Okay. Damit wir in der Lage sind, unsere Angriffsboote einzusetzen. Ansonsten Sternpulswellen, die ja einfach unsere verdammten Angriffsgeschwader weg. Okay. Stell dir das Torpedoboot einfach so auf, dass es immer in der Lage sein wird, hier durchzuschießen durch das, was wir haben. Ich werde es versuchen. Oh, schön, halb kaputt. Erstmal, die Schiffe sollen sich selbst beschützen. Ja, natürlich. Nachladen. Was? Nein. Deck. Die Necrons dürfen kein Deck haben. Deren Triebwerke sind uns so egal. Wir können uns sowieso nicht kiten. Aber kein Deck. Kein Deck bedeutet, dass sie schneller meutern.
Was machen unsere Schiffe da jetzt schon wieder, die beiden hier? Ach, die haben Spaß. Nee, ich darf sie noch gar keinen Fall nach Rennen reinziehen. Wenn ich das mache, dann ist sie nutzlos. Raumschiffe müssen ja die Flagge. Was ist falsch mit dir, Schiff? Hör auf, den Unga-Bunga zu machen. Tyranniden. Sie sind so intelligent. So verbunden. Das ist keine Schwarmintelligenz mehr. Das ist Schwarmdummheit, mit der wir kämpfen dürfen. Warum? Natürlich haben die sich dabei. Leicht angeditscht, Rammschaden. Ja. Weil, wie wir wissen, biologische Materialien sofort bei der Wir wissen, du umarmst jemanden und der Schwächere stirbt. Das ist, wie Umarmung funktioniert. Das Gesetz der Natur. So funktioniert Biologie. Es ist nicht so, als, keine Ahnung, wäre ein bisschen Dehnbarkeit in diesen wabbelnden Tentakeln. Nein, besonders Tentakel sind dafür berühmt, sehr rigide zu sein. Ja. Wie, haben wir eine Sonde? Ziemlich flüssiges Haar, weißt du? Nein, wir haben natürlich keine Sonde dabei. Könntest theoretisch aber hierhin einfach mal ganz kurz so eine Gemeinheit setzen zum Scannen. Du meinst einen Sporenwecker? Ja. Piu! Und dann kannst du gleich den Torpedos daher schicken und ich schicke dann auf dieses dreckige Schiff hier. Das ist ein Escortschiff. Egal. Ich schicke auf dieses dreckige Schiff hier mein Jagdgeschwader. Ja, ist es ein Waffenschiff? Nein. Aber die haben generell Sternpulswellen. Es war ein bisschen näher. Die Escortschiffe haben keine. Aber die anderen könnten die trotzdem vielleicht überregeln und die benutzen. Es war, dass die noch ein bisschen näher sind. Ja, fair. Das Spornfeld wird sie gleich scannen. Der Abschirm verzieht sich sowieso im Nebel. Hier entlang schießen. Diesen Vektor entlang. Das wird gehen. Mach das. Und deswegen will es, dass die ein bisschen näher an dem Vektor dran sind. Kannst du hier auch theoretisch durchschießen durch den Bereich? Oh, guck mal, da fangen sie sofort an, sich zu teleportieren, die absoluten Überreaktionäre. Ja. Soll ich jetzt schießen? Ja, bitte. Okay, eine Scourge. Das heißt, die haben diesen wütenden Träger dabei. Scourge und eine Harvester. Die haben sowas von mindestens 3 Sternpulswellen dabei. Ich ziehe die Escortschiffe, die wir hier außen stehen haben, mal kurz ein bisschen zurück, damit die nicht sterben. Ja. Was um alles in der Welt macht ihr da? Warum seid ihr hier? Von allen Orten, wo ihr sterben könnt. Cartouche hat keiner. Glaube ich. Oder hatte oder war Cartouche die mit dem? Ich weiß es nicht. Wir uns leicht aus unserer. Das wird nicht mehr lange der Fall sein. Sobald wir unsere Tarnung zurückbekommen, ist es vorbei. Aus dem Weg. Ja, benutzen wir die Geschwader lieber defensiv. Wir wissen, was Necron-Geschwader mit uns machen können. Die haben ja keine Bomber, aber... Die zerlegen unsere Biomasse. Ja, das wollen wir nicht. Nein. Biomasse ist teurer. Der hat nur eine Zähne kaputt gemacht. Ich kann nicht mehr ran mit dem Scheißteil. Alter. Bro. Nicht cool. Nee. Okay, dann Angriffswinkel, Seite und Reichweite, was auch immer. Es ist nicht so, als wenn wir gegen die Necrons irgendwas machen könnten mit unseren Geschwadern. Nicht mit den ganzen Geschwadern, die am Rumrennen haben. Das Schlimme ist jetzt natürlich... Da sind die Daten! Joinks! Das Schlimme ist natürlich, die Necrons sind immun gegen Feuer. Die brennen nicht! Hey, hier ist es positiv, es sind keine Punkte. Kommando zurück, so und schießen.
Problem ist, wir müssen sehr, sehr lange dauern. Ich werde Folgendes tun. Rausgehen und kämpfen. Nein, ich schicke meine Geschwader los. Oh. Ach so. Um deren Geschwader an uns ranzulocken, damit die gestürzt werden von unserer Point Defense. Dann gehen die drauf und dann kannst du den hier richtig schön leer entern gehen. Aber hat er eine Sternpulswelle? Einfach den? Wir werden das erfahren, sobald mein Geschwader angekommen ist, nicht wahr? Ah, genau. Ach so, ach so, ach so, ach so. Aber ich würde sagen, die hätten die wahrscheinlich schon benutzt. Außerdem kannst du, glaube ich, hier schon die Torpedos draufschicken. Ich mache es gerade, habe es gerade für gedreht. Okay, die haben keine. Oh, okay. Denn das Schiff, ich mag es nicht, es ist gefährlich. Ja. Wo kommst du jetzt bitte her? Ich bin nicht sicher. Hast du ein Spornfeld auf uns gesetzt? Ich mache es gerade, ja. Ah, gut. Nein, 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 nein. Na, weg, weg, Schwader, weg, 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 weg. Du hier hinten, meinst du wirklich, ich habe nicht gesehen, was du getrieben hast? Joinks. Meine. Hey! Ist mir gerade aufgefallen. So, der, okay, das große Schiff ist leer geändert. Der Hintern wird sich jetzt zurückziehen, der stirbt. Hey, wir haben eine Sauberkanone noch kaputt gemacht. Ist das eine Sauberkanone? Ha, so können wir uns wieder heile. Nach da drehen. Komm, komm, komm. Ah, nee, Feuer. Ja, Feuer macht gar nichts gegen die. Du kannst die ansabbern, wenn du möchtest. Ja, ich möchte. Und was die Necrons sich denken, ist I. Das Problem ist, die haben keine Nase. Alle bitte mal Brutsäcke rauspacken. Stimmt, da sind noch Schiffe. Oh Gott, meine Schiffe sind da blöd. Okay, hast du da hinten die Sternputzwelle oder nicht? Ich schicke hinten gerade ein Spornfeld hin. Achso. Hättestens tun sollen. Ich hatte direkt Harpienschwarm. Nee, ich habe einen Harpienschwarm geschickt. Kein Problem. Ja. Du kannst deine Geschwader zurückschicken, wenn sie seine Sternputzwelle kriegt. Nee, du kannst deine Geschwader hinterher schicken, wenn der. Ach, hinterher! Wenn der seine Sternputzwelle. Nee, Cartouche hat keine. Ich habe als Ziel das Deck ausgewählt, damit, weil es seine Befehle und Stellungen zerstört. Mhm. Da hinten sind die Säcke im Hut allerdings. Aber zu früh. Idiot. Nice. Dieses Schiff hier, dieses mag ich nicht. Wir brauchen ein bisschen Schub, ja. Vor allem, weil unsere Schiffe wieder dumm wie Brot sind und ich erlaube ihnen jetzt einfach, sich frei zu bewegen. Oh. Ich erlaube ihnen, die Retros zu entzünden, damit die aufhören können, dumm wie Brot zu sein und endlich mal alle gemeinsam schießen können. So. Die sollten noch nicht wieder regeneriert sein, oder? Nein. Da hinten ist noch eine Kopisch. Kopisch hat nicht, aber das gefährlich. Ist noch eine? Ja, die haben noch einen Kopisch aus. Die haben so einen Kopisch aus dem Arsch gezogen. Also, was so unhöflich? Ja, normalerweise haben Necrons niemals so viel. Ja, eigentlich. Ja, eigentlich nicht, ne? So, ich bewahre mir immer mindestens einen Blitzschlag auf für den Fall. Okay, Kopisch hat nicht. Ich schicke auch einfach schon Äther, durch Äther schreibende Brutgeschwader drauf. Und den können wir direkt wegbrüten lassen. I did not like that sentence. Ich weiß. Es ist ein grausamer Satz. Es ist ein ekelhafter
Ein absolut widerlicher. Yeah. Absturz. Oh, sie haben seinen Blitzschlag benutzt auf das falsche Schiff, du Idiot. Wo habe ich meinen Blitzschlag? Okay, der hat den Blitzschlag und der hat noch einen. Gut. Das ist ein Nebel, in den ich mich reinsetzen möchte. Schickt am besten Torpedos los, und ich glaube, die Station hat, hat das. Falls nicht, sende ich ein Geschwader. Kannst du mir hier in einen, ach, guck mal, hat er. Hat die Geschwader er. Kommen an. Ein Spornfeld. Ja, nach da hin. Das Beste wird sein, wenn wir das Upgrade noch freischalten, dass dass kritische Treffer mit Pyrosäure auch Truppenschaden machen. So werden wir mit unserer Pyrosäure wortwörtlich auch noch Schiffe leer entern können. Nice. Erwachende Krieger bedeutet keine anderen Befehle und Stellungen. Heißt im nächsten Geschwader hinterher. Und Rückgewinnungsbecken wäre jetzt Verschwendung. Ich will lieber überall nochmal Brutsäcke, wenn ich kann. Kann ich nicht. Alles bei mir ist voll. Du solltest vielleicht noch einmal überall Brutsäcke draufsetzen, dann haben wir keinen Truppenschaden mehr fürs nächste Mal. Spart Reparaturkosten bei den Schiffen. Ja, fair. Ha. Sehr gut. Das läuft sogar alles mit der Zeit, die wir geplant haben. Ja. Mit der Ausnahme dessen, dass die Dinge, weswegen wir die Zeit so geplant haben... Alter, ist es kaputt, das Schiff. Ja. Das ist passiert, wenn die Zähne vorne abgebissen werden oder abgeschossen werden. Dann haben wir heute einen guten Angriff in Chincha hingelegt. Und in der nächsten Aufnahme werden wir Chincha komplett erobern. Und die ganzen... Ja, und dann wahrscheinlich rüber nach Agrippina und den Sentinel Worlds ausgreifen. Denn ich gehe davon aus, dass nach Chincha Agrippina kommt. Ich glaube, Kader wird das Finale sein. Aber das ist halt mit Abstand die schnellste Kampagne bisher. Ja. Es hilft halt, dass wir nicht unseren Kommandanten die ganze Zeit im Kreis... Wir haben die Schlachtpläne bekommen. Die Necrons sind mal wieder die respektabelsten überhaupt. Ja. Und das nächste Nest ist gesetzt. Das heißt, wir haben jetzt hier im Chincha-Sektor können wir jetzt unfassbar viele Schiffe bauen. Gut, dann lege ich einen Spielstand hier an. Da, da, da. Und das verlasse. Du darfst verlassen. Und dann gehen wir zurück zum Hauptmenü, schnell speichern und beenden. Und haben das damit dann gemacht. Nun gut, liebe Gemeinde. Das war diese Aufnahme zu Battlefleet Gothic Armada 2. Wir werden übrigens wahrscheinlich voraussichtlich... zumindest für den Rest dieser Kampagne, weiter auf diese 20-Minuten-System zurückgehen. Ja. Es wird generell über 20 Minuten sein, weil wir 2,5 Stunden Aufnahmen anstreben. Aber das heißt, generell 20 Minuten wird das wahrscheinlich der Standard für den Rest dieses Projekts erstmal sein müssen, weil wir zu viele Dinge gerade, zu viel Feuer im Eisen haben und das zu viel Eisen im Feuer haben und das Ganze dementsprechend ansonsten überlaufen wird. Besonders mit dem Osterturnier, das gerade
fast jeden Tag einen Stream erfordert, wenn jetzt die Spiele nicht ausfallen, wie jetzt gerade eben. Aber gut. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Hoffen, dass ihr auch Spaß gehabt habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Cheerio. Tschüss.